Mainz empfängt zu Hause Grenzau und damit Tabellenletzter gegen Tabellenvorletzter. Rein von der Statistik her die zwei klar besten Spieler ihrer Vereine, Yixin Feng gegen Yuto Muramatsu. Wie gewohnt sehr, sehr wenige Eigenfehler von Yuto Muramatsu und dadurch Satz 1 zu 4, Satz 2 zu 8 gewonnen. Ja. 3 zu 0 gewonnen, der Topspieler von Mainz holt mal wieder einen wichtigen Punkt. Zwei Siege konnte der Materialspieler Luka Mladenovic für die Mainzer schon einfahren. Heute geht's gegen den Routinier Patrick Baum. Satz 1 holt sich der Luxemburger, in Satz 2 überhaupt keine Chance. Patrick Baum gleicht aus. Zu 1, ein hartes Stück Arbeit. Grenzau gleicht aus, 1-1. André Putunteka, 6 Spiele verloren, 1 gewonnen, nur gegen UNESCO einen Sieg geholt. Jetzt muss er gegen Kubik ran. Satz 2, dann auch der einzige, der halbwegs knapp ist, zu 9. Deutliches 3-0 für Kubik, nicht viele Chancen und dementsprechend muss jetzt wieder, genau, Yuto Muramatsu ran. Nach dem Spiel sagt Patrick Baum selber im Interview, gegen die Abwehr von Muramatsu durchzukommen ist unglaublich schwer und so geht er dann direkt auch schon 2 Sätze in Rückstand. Und 2-3 Fehler mehr vom Mainzer im dritten Satz reichen dann auch, damit Patrick Baum den dritten Satz gewinnen kann. Muramatsu mit einer unglaublich guten Quote in der Bundesliga rettet die Mainzer ins entscheidende Doppel. Die Kombi Baum-Kubik schon mit 2 Niederlagen im Doppel. Vermutlich deswegen heute Patrick Baum lieber 2 Einzel gespielt und es spielen jetzt Feng und Kubik. Bei Mainz ebenfalls nicht der Doppelexperte Rossi eingewechselt, sondern Mladenovic und Pututinka. Und nach 2 Sätzen, 11 zu 6, ist dann im dritten gar nichts mehr drin. Nach dem 3 zu 4 steht es auf einmal 3 zu 10 und die Jungs aus Grenzau holen sich den Auswärtssieg in Mainz. Thema Klassenerhalt könnte schwierig werden bei Mainz. Grenzau macht ganz wichtige Schritte nach oben in der Tabelle.